Einen wunderschönen guten Abend, Freunde der Sonne. Wann kommt wieder Raft bei dir im Stream? Fragt Ricky Boy. Das kann ich noch nicht sagen. Das weiß ich noch nicht. Ich streame nur zweimal die Woche. Und nächsten Dienstag kommt auf jeden Fall The Long Dark. Und heute gibt es erstmal Shelter. So. Ja, Raft. So viel bietet das Spiel auch im Prinzip noch nicht, ne, als dass ich das jetzt irgendwie jede Woche streamen könnte. Ne? Von daher, gucken wir mal. So, einen wunderschönen guten Abend an die liebe Hoppelopsa, den Big Ben, Kreckfrettchen, Digiritter, Ella Grün, Fleetmaschinen, Friederike, Lebox und so weiter, Burrito, den lieben Wolf und Ricky Boy. Sehr schöne Musik, höre ich gerne. Also, ja, Shelter wurde letztes Mal im Stream vorgeschlagen. Also Shelter 2 eigentlich, aber ich habe den ersten Teil noch nicht gespielt. Ich glaube auch wieder von Wolf vorgeschlagen. Und ich kenne das Spiel überhaupt noch nicht. Ich habe das vor sehr, sehr langer Zeit mal gekauft. Und das aufgrund der Tatsache, weil mir der Trailer irgendwie gefallen hat. Daran kann ich mich noch erinnern. Und ich habe direkt Shelter 1 und Shelter 2 gekauft. Joa. Und ich würde sagen, wir fangen mal an, ein neues Spiel. Also ich kenne das Spiel überhaupt nicht, ich weiß nicht, was passiert. Und ich bin gespannt. Viel Spaß beim Vorspann offensichtlich. Oh, doch nicht, Vorspann. Wir sind... Was sind wir? Ist es ein... Maulwurf? Okay, wir können uns bewegen. Was bist du? Oh. Okay, wir können schleichen. Ach, guck mal. Und wir können rennen. Sehr schön. Okay. So, weiß jemand, was es für ein Tier sein soll? Stranded 2 hat der Wolf vorgeschlagen. Okay. Dann war es jemand anders. Oder ich vertue mich. Ein Stinktier. Ach, guck mal. Oh. Ja, hallo. Hier ist was. Ist was. Ah, Dachs. Das sollen Dachse sein. Okay. Ja, dann. So, wir gucken mal, was hier. Warum? Okay, da kann ich offensichtlich nicht lang gehen. Das Spielbild ist ziemlich hell. Bekommst du da mehr Kontrast rein? Nee, irgendwie nicht. Und ich guck gerade nochmal. Einstellungen. Grafikqualität, Auflösung, Vollbild, Maus umkehren. Ich probiere gerade mal was, ob ich das über OBS irgendwie etwas regeln kann. So. Also das Spiel selber bietet mir diese Einstellung nicht. Gucken wir mal, so müsste es eigentlich passen. Ich habe mal einen Filter drüber gelegt. So, ich spiele es immer noch in hell. Das Game heißt Shelter. Ich habe keine Ahnung, was ich mit der Rübe hier machen kann, aber ich gucke einfach mal. So, warte mal, ich guck mal gerade. Ich komme gerade in die Steuerung. Ne, kann ich nicht. Hm.
Super. So. Es ist auch schon seltsam, dass das Spiel selbst diese Einstellung nicht bietet. Okay, pass auf. Ich kann mich hier irgendwie... Okay, da kann ich nichts machen. So, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich tun soll. Ist aber immer noch mit verwaschenen Farben. Ja, da kann ich so prinzipiell nicht viel dran ändern. Ne? Das Spiel ist halt so. Sag ich jetzt einfach mal. So, da komme ich nicht hin. Okay. Ich kann mich ducken. Aber viel mehr kann ich auch nicht machen, ne? Okay. Ich schau mal. Ruckelt es bei euch auch so? Ich schau gerade mal meinen Stream. Bei mir ruckelt es nicht. Aber ich weiß echt nicht, was in den letzten Wochen mit Twitch los ist. Kann ich euch echt nicht sagen. Das ist jetzt seit, weiß ich nicht, 3 oder 4 Streams so, dass sich das immer erst nochmal ein bisschen beruhigen muss. Hotdog, wunderschönen guten Abend. Okay. Ja, dann. So, wir gucken mal, was hier. Warum? Okay, da kann ich offensichtlich nicht langgehen. Warum höre ich mich jetzt selbst? Hier stimmt doch irgendwas nicht. Vorne in der Sonne. Hier stimmt doch irgendwas nicht. So, hat irgendeiner einen Tipp für mich? Oh, guck mal, es hat aufgehört zu regnen. Glaube ich. Ja, das ist gar kein Regen, das ist ein Wasserfall. Einen wunderschönen guten Abend, Karl. So, ich will mich nicht festlegen, ne, aber ich weiß echt nicht, was ich tun soll. Das sollen wohl Dachse sein. Ja, Leute, am Gamma-Wert kann ich echt nichts tun. Ne? Ich kann jetzt nochmal versuchen, ob ich das hier... das Spiel bietet keine Einstellungen dafür. Ich kann jetzt nochmal probieren, ob ich hier... am Filter noch was tun kann. So. So. Besser. Vielleicht doch mal wieder auf YouTube streamen. Twitch ist vor allem freitags voll Mist. Wäre mal eine Überlegung, ne?
viel besser als vorher. Super. So, hat irgendeiner einen Ratschlag für mich? Ich laufe hier die ganze Zeit nur hin und her. Und hier komme ich irgendwie nicht weiter. Ich werde hier immer zurückgestoßen. Egal, ob ich hinrenne oder duckend gehe. Und hinten aus dem Loch komme ich irgendwie nicht raus. Irgendjemand eine Idee? Ach guck mal, ich kann die Kameraperspektive noch verändern. Ah, wie schön ist das denn? Mal ein bisschen näher ran. Bin ich schon wieder überfordert hier, ne? Sich das immer erst noch mal ein bisschen beruhigen muss. Hotdog, wunderschön benannt. So, irgendwas stimmt ja aber im Allgemeinen irgendwie nicht. Ich höre mich selber manchmal. Und das ist irgendwie sehr seltsam. Moment mal. Dann höre ich mich jetzt selbst. Das stimmt auch irgendwas nicht. Vorne aber so nicht. Heute ist es aber sehr kurios. Nein, sieht für mich. Versuche mal die Rübe zu dem grauen, vermutlich toten Dachs zu bringen. Glaube ich. Ach. Das war schon mal ein sehr guter Tipp. Das ist ein Wasserfall. Wunderschönen guten Abend, Karl. So, wo höre ich mich denn bitte doppelt? Jetzt mal ohne Witz. Das ist doch sehr mysterious. Sekunde mal. Hoffentlich habe ich es jetzt beseitigt. Ach, guck mal. Jetzt kommen wir hier auch weiter. Glaube ich. Ja. Wir mussten. Das war auf jeden Fall ein sehr hilfreicher Tipp. Geh auf YouTube, Klaus. Also normalerweise beruhigt es sich ja. Nach ein paar Minuten wieder. Ich guck gerade mal in meinen Stream. Ja, meiner ruckelt auch. So punktuell zumindest mal. Also das Einzige, was ich gleich schon mal, wenn sich das jetzt in den nächsten paar Minuten nicht legen sollte, dann kann ich höchstens nur noch mal versuchen, den Streaming-Server zu wechseln. Oh, konnte ich auch was einsammeln? Nein. Hui. Also die Soundstörungen sollten vorbei sein. Und es scheint so, als ob sich das jetzt bei euch langsam auch legt. Ich höre komische Geräusche. Was hat er gemacht? Ich habe nicht aufgepasst. Ich habe gar nichts gemacht. So, irgendwas höre ich. Okay, jetzt läuft's. Anscheinend. Sehr schön. Super. Yay, wir sind in der freien Natur. So, Shift ist Rennen. Ah, guck mal, jetzt können wir erst rennen. Wie super ist das denn? Rumgeklaust hast du.
rumgeklaust. Ich mag den Stil von dem Spiel irgendwie. So, mit linker Maustaste können wir irgendwas ausrupfen. Yay! Das haben wir natürlich mittlerweile schon selbst gemerkt, denn wir haben ja eins unserer Kinder da gerettet. Wie auch immer. Abgewartet und Tee getrunken. Oh. Guck mal, wir können mit Geschwindigkeit gegen den Baum rennen. Das machen wir jetzt mal. Yeah. Zerbeng! Ach, guck mal, sie fressen's. Ah, okay. Die fressen also von alleine. Das ist natürlich schön. Wunderbar. Also offensichtlich müssen wir hier Nahrung für unsere Dachskinder besorgen. Echt ein sehr schönes Spiel. Ich frage mich, warum ich das noch nie vorher mal ausprobiert habe. So, obligatorisch habe ich natürlich am Anfang vergessen zu fragen, wie es euch denn geht. Das mache ich dann jetzt. Wie geht's euch denn? Sind verschwunden. Oh, hier, da ein Apfelbaum. Zapeng! Kann man sich bei dem Spiel ein Tier ausruhen, das man spielt? Nö. Man spielt einen Dachs. So, was ist das hier? Okay, da kann man nicht. Da geht nicht. Voll schön. Das bezog sich auf den Dancefloor jetzt. Ha, herrlich. So, ich vermute mal, wir müssen wahrscheinlich vor schlechtem Wetter Schutz suchen. Gehe ich mal von aus. So, ich habe irgendwo habe ich im da hinten ist ein Apfelbaum. Oh, zwei Äpfel sind da dran. Zapeng! Ach, guck mal, wie sie fressen. Oh, voll niedlich. Voll die Erntemethode. Ja, so Dachse sind einfallsreich, ne? Habe ich in der Freien Natur auch schon gesehen. Ganz viele Dachse, die immer mit dem Kopf vor die Bäume laufen. Gibt es beim Spiel auch irgendwelche Anzeigen? Also bisher habe ich nur die Spielhinweise gesehen. Oh, wir können Frösche jagen. Da ist ein Frosch. Kommt her, meine Kinder, schauen wir uns einen Frosch gefangen. Guck mal, wie sie die Frösche essen. Voll super. So. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo müssen wir denn hier lang? Ach, hier. Guck mal. Voll super. Ich habe noch nie einen Dachs in freier Wildbahn gesehen. Ich auch nicht. Ich auch nicht, aber einen Biber habe ich schon mal in freier Wildbahn gesehen. Bei uns hier in der Ecke gibt es ziemlich viele Biber. Oh, guck mal, da ist eine Höhle. Die Frage ist ja, will man da rein, ne? Oh, da ist schon wieder ein Frosch. Bleib hier, mein Freund. Nein, wo ist er hin? Bleib hier. Ja, jetzt habe ich dich. Ja, ich habe euch was mitgebracht, Kinder. Voll super. Oh, guck mal, Rohrkolben. Oh, da ist eine Libelle. Guck mal, kann man die Libellen auch fangen? Jetzt ist das ein Augenfoller. Wo ist hin? Wo ist sie, du? Nur sie weg.
Oh, guck mal, eine Höhle. Sehr schön. Sicher, dass es kein Waschbär war? Ich bin ziemlich sicher, dass es kein Waschbär war.